Ja, für 433.000 Schüler heißt es heute Startschuss in die Ferien. Hier im 10. Bezirk in einer Volksschule ist es schon losgegangen. Bildungsministerin Sonja Hammerschmidt hat die Zeugnisse einer ersten Volksschulklasse abgenommen und wir waren dabei. Also das Schuljahr 2016-17 ist jetzt geschafft. Wie blicken Sie darauf zurück und freuen Sie sich, dass Sie jetzt auch mal eine Auszeit haben, eine kurze? Ich glaube, mir ist nicht so eine Auszeit gegönnt wie den Schülerinnen und Schülern. Das ist ganz klar, aber ich freue mich, dass wir jetzt doch zurückblicken können und sagen können, dass wir wirklich viel geschafft haben, was in den Schulen ankommt. Das fängt beim Autonomiepaket, das erst diese Woche durch den Nationalrat gegangen ist, an, wo es im Wesentlichen um die wirkliche Gestaltungsfreiheit für Pädagoginnen und Pädagogen an den Schulen geht, bis hin zum ganzjährigen Schulpaket. Denn diese 750 Millionen sollen ja so investiert werden, wie das hier schon der Fall ist. Das ist eine ganztägige Volksschule, wo besonders die Talente der Kinder auch gefördert werden, weil einfach mehr Zeit ist, mit den Kindern zu arbeiten. Und das wollen wir ausbauen in Österreich, damit einfach mehr Kinder diese Chance haben, eine bessere Schulbildung, eine bessere Ausbildung auch quasi ab der ersten Schulstufe zu bekommen. Sie haben jetzt die Bildungsreform angesprochen, das Schulautonomiepaket. Wann kommt denn das de facto in den Schulen an? Ja, wir werden im Herbst mit den ersten Leuchtturmschulen schon beginnen. Das sind jene Schulen, die schon ein Stück weit Autonomie über Schulversuche gelebt haben. Denen wollen wir sofort mehr Handlungsspielraum geben. Und die sollen aber auch in Folge ihr Wissen, ihre Erfahrungen an Schulen weitergeben, die noch nicht so weit sind, die wirklich ganz von vorne wieder beginnen, sich auf den Weg zu machen und ihre Schule umzustellen. Und diese Wissensweitergabe ist ein ganz wichtiger Prozess. Was gibt es sonst noch, was Sie möglicherweise in der nächsten Legislaturperiode, die es möglicherweise geben könnte, mit Ihnen planen? Genauso wichtig wie die Gesetze ist dann die Umsetzung, ja? Dass wirklich qualifiziert in den Schulen ankommt, was wir uns überlegt haben und was wir in Form von Gesetzen als Rahmenbedingungen vorbereitet haben. Das ist die Herausforderung in der Umsetzung, ist womöglich sogar größer. Ja? Wichtig ist auch das Thema Modellregion gemeinsame Schule. Haben wir auch jetzt beschlossen, dass wir es umsetzen wollen, dass wir es angehen wollen. Also Hauptsache umsetzen die bereits beschlossenen Gesetze, das sind die Pläne der Bildungsministerin. Hängt vielleicht auch damit zusammen, dass ja sehr bald Wahlen sind und man sich für eine mögliche nächste Regierung noch einiges an Ideen aufsparen möchte. Ja, mit diesem Ferienstart fahren die Kinder mit ihren Familien sehr oft natürlich jetzt gleich ad hoc in die Ferien ins Ausland. Das erzeugt Staus, zumindest im Osten Österreichs, denn der Westen, der hat erst in einer Woche Ferien. 640.000 Schülerinnen müssen jetzt noch eine Woche schwitzen und dann ist es soweit. Dann haben alle Schülerinnen und Schüler in ganz Österreich 9 Wochen lang Sommerferien.